Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wer sich für die Bahn als Verkehrsmittel entscheidet, der möchte in der Regel auch gerne umweltfreundlich unterwegs sein. Wenn Sie aber heute Abend oder von der Uhrzeit her wahrscheinlich eher dann morgen mit der Bahn heimfahren sollten in Ihren Heimatstimmkreis, zum Beispiel nach Mühldorf oder nach Tölz oder auch hoch hinauf in den Norden Bayerns nach Hof, um drei Beispiele zu nennen, dann ist es unter Umweltgesichtspunkten zwar sicher besser, als wenn Sie mit dem Auto fahren würden, aber so richtig prickelnd ist es nicht, wenn Sie sitzen in einem Dieselzug. In einem Dieselzug ohne Euronorm in der Regel, wie es wir es im Straßenverkehr kennen, teilweise mit uralten Diesellokomotiven vorne dran, aus denen es oben schwarz rausraucht. 50% des Netzes in Bayern, auf denen wir unseren Personennahverkehr betreiben, sind in diesem Zustand, dort sind sie mit dem Diesel unterwegs. Das ist nicht nur für die Luftreinhaltung, für die Anwohnenden ein Problem, sondern es ist vor allem ein Zustand, den wir uns im Hinblick auf die Pariser Klimaziele und unsere eigenen bayerischen Klimaschutzziele nicht mehr lange erlauben können. Deswegen sind wir der Auffassung, Bayern muss so schnell wie möglich weg vom Diesel bei der Eisenbahn. Der VDV, der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen, empfiehlt auch, neben einer umfassenden Elektrifizierungsoffensive für ganz Deutschland und damit auch für Bayern, den Einsatz von emissionsfreien Schienenfahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr ab jetzt. Der VDV sagt erst kürzlich in einer Aussendung, dass Wasserstoffzüge jetzt schon serienreif einsatzbereit sind, bestellbar sind von der Industrie, dass auch Hybridzüge mit Akkus zur Überbrückung nicht elektrifizierter Strecken einsatzbereit sind, bestellbar sind, schon ab jetzt. Und der VDV empfiehlt, dass keinerlei Dieselausschreibung mehr ab dem Jahr 2024 in ganz Deutschland und damit auch in Bayern erfolgen sollen. Meine Damen und Herren, bis 2024 ist es nicht mehr lang hin. Ich denke, es ist allerhöchste Eisenbahn, jetzt eine Dieselausstiegsstrategie zu entwickeln, dass wir rechtzeitig vom Diesel in Bayern wegkommen. Woanders verfolgt man eine solche Strategie sehr wohl und intensiv. Ich meine, in der Schweiz, wenn wir uns mal in der Umgebung umschauen, braucht es eine solche Strategie schon lange nicht mehr, denn dort ist exakt 100% des Schienennetzes längst elektrifiziert. Frankreich hingegen hat beschlossen, dass ab 2030 kein Dieselzug im ganzen Land mehr unterwegs sein wird. Aber auch bei uns in Deutschland sind einige Bundesländer mit ihrem Schienenpersonennahverkehr schon wesentlich weiter als Bayern. Schleswig-Holstein beispielsweise hat jetzt eine erste Linie emissionsfrei ausgeschrieben. Baden-Württemberg hat Hybridfahrzeuge eine ganze Reihe bestellt. In Hessen wurden 27 Wasserstoffzüge vom Schienenpersonennahverkehr Aufgabenträger bestellt. In Niedersachsen fahren sie sogar schon, wenngleich erst zwei Züge, aber immerhin. Ich denke, auch in Bayern brauchen wir endlich klare, schnelle und große 7-Meilen-Schritte, damit wir im nächsten Jahrzehnt endlich abgasfrei, CO2-frei und dieselfrei auf unserem Schienenpersonennahverkehr in Bayern fahren können. Und was macht Bayern aber tatsächlich konkret? Tatsächlich ist 2018 eine Studie erstellt worden von der Technischen Universität Dresden. Da sind klare Handlungsempfehlungen herausgekommen, wie in Bayern der Schienenpersonennahverkehr emissionsfrei werden kann. Passiert ist seitdem aber gar nichts, außer Ankündigungen, nämlich für zwei Linien, die mit Wasserstoff betrieben werden sollen, in Mühldorf, zwei Linien im Linienstern Mühldorf. Die sind aber noch nicht einmal ausgeschrieben, was andere Bundesländer schon längst gemacht haben. Selbst die Vorankündigung war noch ohne Wasserstoff ausgeschrieben. Auf meine Nachfrage, wie das denn zusammenpasst, dass man Wasserstoff ankündigt, das in die Vorankündigung dann aber nicht hineinschreibt für die Vergabe, hat man gesagt, das braucht es nicht. Wenige Tage war es plötzlich, später war es dann plötzlich drin, doch drin gestanden. Das aber geschenkt, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass zwei kleine Linien im größten Flächenland Deutschlands doch wirklich
mickrig sind. Soll das innovationsfreundlich sein? Passt das zu dem Image, was wir in Bayern immer vorgesetzt bekommen als Hightech-Land, als modernes Land, als Wasserstoffland, wie Staatsminister Aiwanger mit Blick auf das Auto ihr witzigerweise nicht versäumt, bei jeder passenden, unpassenden Gelegenheit zu betonen. Ich meine, das ist das Gegenteil. Es ist mutlos und es verkennt die Anforderungen, die wir im Klimaschutz in Bayern haben. Wir brauchen viel schnellere Schritte. Deswegen nutzen Sie die moderne Technik, die der VDV empfiehlt und vorgestellt hat. Machen Sie Bayern zu einem Land mit emissionsfreiem Eisenbahnverkehr, damit man in Bayern rundum guten Gewissens, auch mit gutem Umweltgewissen, die Eisenbahn im Nahverkehr nutzen kann. Vielen Dank, meine Damen und Herren.